Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben in der letzten Folge hier den Aufzug gerufen, er ist leider schon wieder weg. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir mit dem hier runterfahren können. Ist halt nur die Frage, ob das jetzt wirklich das Ziel ist oder ob wir doch hier lang sollen. Ich würde jetzt ungern an einem Punkt vorbeirennen, deswegen machen wir erstmal wieder hier runter. Ich hatte halt die Hoffnung, dass wir Armbrustpfeile finden. Was aber nicht der Fall war. Also schnell hier runtergesprungen. Und dann mal geschaut, wo wir uns hier am besten durchkämpfen. Hier ist auf jeden Fall einiges los. Aber wir werden das schon hinkriegen. Ausschalten mit links. Als Hund? Nee, nicht als Hund. Oder als Wolf besser gesagt. Ist ja kein Hund. Der Exo da hinten ist erstmal nicht ganz so wild. Aber die beiden kriegen wir nicht ausgeschalten. Die laufen immer im gleichen Takt hier rum. Zumindest so gut wie im gleichen Takt. Also machen wir doch erstmal schnell hier rüber. Da unten an das Ding müssen wir rankommen. Und ich wollte halt eigentlich gern... Oh, jetzt habe ich Angst, dass die mich sehen. Ich bleib mal kurz hier. Ich wollte halt eigentlich gern den da unten mit der Armbrust ausschalten, aber das kriegen wir leider nicht hin. Aber wir könnten ja prinzipiell jetzt erstmal warten, bis die hier vorlaufen. Und in der Zeit hier reingehen. Die drehen sich ja nicht um. Ich hoffe mal nicht, dass die den jetzt hier liegen sehen. Aber es scheint nicht so. Aber jetzt kommen wir hier natürlich nicht lang. Weil der uns sonst sieht. Eventuell, wenn wir ganz rechts laufen, könnte er uns nicht sehen, aber... Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Hä? Ja, der hat die Leiche gesehen. Okay. Dann müssen wir halt doch hier noch einmal etwas auffälliger durch. Uns bleibt nichts anderes übrig. Dafür kriegen wir es halt ein bisschen schneller hin. Wie ist denn der gestorben? Boah. Wo ist der Exotyp? Da ist er. Na, spring doch weg. Wir haben ihn gleich. Jawohl. Also da würde ich meinen Job kündigen. Wenn mir hier so ein Werwolf entgegenkommt. Scheiß aufs Gehalt. Was hast denn du für eine Waffe? Oh Gott. Dann eben doch so. War das der letzte? Da unten ist noch einer. Er ist mutig. Ah, jetzt kommen doch nochmal neue. Schade. Ah, geht weg. Das ist doch Silber, was ihr habt. Oder das sind nur Scharfschützen. Kann auch sein. Komm, wir gehen mal wieder in die schnellere Variante. Macht sich das mit dem Ausweichen einfach besser. Solange kein Exo oder so ein Muskelberg da ist, brauchen wir auch nicht zwingend unseren starken Typen. Er hat einfach nur runtergeguckt. Ach Mist, jetzt kommt wieder ein Exo. Aber wir kommen eigentlich ganz gut durch. Wir können uns mal schnell heilen. Dann nehmen wir hier die kleinen Räuber noch weg. Ach, nicht mit Feuer. Nö, nicht Feuer. Das muss doch nicht sein. Ah, was hält denn der so viel aus? In Richtung. Zack. Kommen hier noch mehr. Da ist noch einer. Oder zwei besser gesagt. Ja, dann eben so. Ein bisschen doof mit den Leichen. Das fände ich echt cool, wenn man die verstecken könnte. Second terminal's disconnected. Great. The receptors are just about ready.
They'll make it look like everything's still up and running. Andrin won't notice a thing. Rod, go. How are you holding up? All right for now, but we'll be falling back soon. Hat doch vorhin schon gesagt. Da gönnen wir uns natürlich noch einen Geisterpunkt. Lasst mal eben hier hochschauen, was hier noch kommt. Was ist das? Irgendwas war da versteckt. Ich hab's doch gesehen. Aber ich glaube, hier kommen wir nicht da lang, oder? Das hat's ja gebracht. Super. Hier ging's noch weiter. Hier kommen wir noch raus. Ja. Wenn mir das Spiel das hier so hinlegt, dann machen wir das doch gern. Ich hätte gern gewusst, was das war. Ist das bloß so eine Pflanze? Oder ist das was Cooles? Ich will wissen, was das ist. Ah, jetzt kommen wir nicht mehr hier hoch. Oder als Hundi vielleicht? Nö. Wir sind in einer ganz schönen Zwickmühle. Können natürlich ganz schnell hier rüber. Oh Gott, da ist noch jemand. But this turbine needs to work to ensure an optimal level of energy for the fracking site. And that's not my problem. Take it up with the Major if you've got a complaint. Geh weg. Schüttel den Kopf. Das ist ein A-Loch. Der bleibt dort stehen. Wir sind hier in einem sehr beschissenen Raum. Die haben sich halt alle kaum bewegt. Hätte ich jetzt nicht gewusst, wie man da am besten durchkommt. Zur Kenntnisnahme für alle. Auf direkten Befehl des Exekutivausschusses teilen wir Ihnen mit, dass Major Grainer die Leitung der sicherheitsbezogenen Operation in der Region übernommen hat. Sie wird in 2 Tagen vor Ort eintreffen. Am nächsten Morgen wird sie in der oberen Halle eine Rede halten. Es ist keinem Mitarbeiter der Anlage gestattet, fernzubleiben. In den folgenden Tagen wird sie jedes Team und jeden Sektor inspizieren. Machen Sie Ihre Position... ihrer Position Ehre. Also nochmal schön aufräumen, Kontrolle kommt. Hier oben haben wir nochmal so einen Lüftungsschacht. Hier möchte ich nicht raus. Aber wir können jetzt hier nochmal raus. Aber ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, was wir in dem Raum sollen. Wir gucken erstmal, ob es hier drüben noch weitergeht. Hier waren wir ja gerade, ne? Da sind wir da oben rein. Da liegt noch Wasser. Wie kommen wir in den Raum? Ach nee, ist bloß hier eine kleine Treppe. Was ist denn das Schönes? Auch Geisterpunkt? Ja. Und damit haben wir wieder einen voll. Aber wir sparen jetzt einfach mal auf den zweiten. Aber es geht ganz gut voran. Ey, Pfeile. Habe ich fast übersehen. Hätte ich ganz gerne vorhin mal gebrauchen können. Naja gut, ich möchte auch nichts auslassen. Wir gehen doch nochmal hier hinter. Wird schon einen Grund haben, warum die Programmierer das hier mit reinbauten. So. Oh shit, oh shit, oh shit. Ah. Schnell. Ah, die haben noch nicht gefunkt. Der funkt. Ach komm, warum müssen wir dann auch so langsam werden? Ach, schade. Gleich das ganze Büro auseinandergenommen hier. Das war eigentlich nicht mein Plan. Jetzt kommen ja wieder etliche Verstärkungseinheiten. Ach, schade. Das war auf jeden Fall Silber. Für den kleinen Raum eine ganze Menge hier. Aber schaut mal, wie groß der Raum wirkt, wenn diese Trennwände nicht stehen. Hau doch ab. So schnell kann es gehen.
Bin mal gespannt, warum der Raum jetzt hier war. Wieder ein Fahrstuhl. Gucken, wo der hinführt. Ich finde es ein bisschen komisch, also was heißt komisch, aber dass wir auf einmal so verdammt viele Möglichkeiten haben, uns hier zu bewegen. Flasche brauchen wir nicht. Aber jetzt sind wir doch hier, wo wir schon waren, oder? Ja, wir müssen eine Etage tiefer. Genau, hier sind wir jetzt nämlich. Hier waren wir doch schon. Zumindest glaube ich das. Meine Orientierung in Spielen ist nicht die beste. Also hochfahren bringt nichts, wir müssen runter. Den einen Weg da hinten haben wir noch offen. Mit dem Fahrstuhl. Aber ich würde jetzt erstmal noch... Wölfe können nicht in den Fahrstuhl. Geht einfach nicht. Naja. Ich würde jetzt erstmal den Weg gehen, der uns eigentlich vorgeschlagen wurde. Und zwar einmal hier wieder runter. Und dann rechts. Weil das scheint mir doch am nächsten am Ziel zu sein. Wow, wo kam er denn her? Na, lauf bitte erstmal vorbei, Muskelprotz. Möchte jetzt sehr, sehr ungern ihn genau vor seinen Augen erwürgen. Wir könnten da hochrennen. Aber da hinten stehen noch eine ganze Menge Leute. Muskelprotz geht seine Runden. Aber ich glaube fast... Na gut, wenn man da hochrennt, steht er dann da oben. Ja, den können wir, glaube ich, nicht stealth erledigen. Also da hochrennen wird nichts. Dann sieht der uns. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall erstmal hier ihn erledigen. Und dazu warten wir jetzt nochmal, bis Muskelprotz... obwohl er dreht sich rum. Aber Muskelprotz kommt um die Ecke. Also noch kurz warten. Da können auch ruhig mal ein bisschen schneller laufen. Der arme Typ muss den ganzen Tag dieses Riesengewehr tragen. Und Kreise laufen. Der hat echt einen... keinen schönen Job. So, jetzt bist du dran. Der nächste ist dann da hinten. Oh oh. Wir hatten uns jetzt gesehen, da oben. Hä? Der sieht uns. Ging denn das? Ah, der dreht sich bestimmt auch gleich um. Hä? Ach komm. Ja, das war ja klar. Und da war es das schon wieder. Das ist manchmal ein bisschen blöd gelöst, wie schnell man gesehen wird. Also klar, ich kann es verstehen, diese kleinen Absperrungen hier. Das ist jetzt nicht der beste Schutz. Ui. Aber was möchte man sonst machen, ne? Wo hätte ich mich verstecken sollen? Oh oh. Das ist doch schon wieder ein Exo. Ach Mist. Geh weg mit deinem Feuer, ey. Wirklich. Ich sag's dir. Oh Gott, wir sind fast tot. Hinrichtung, Hinrichtung. Den haben wir. Dann halt den Weg. Dafür sind wir am Anfang dieser Mission doch recht unentdeckt durchgekommen. Dann können wir uns jetzt auch mal ein bisschen fetzen. So, und das Ding noch. Wir haben alles erledigt. I've identified a vehicle exit.
I'll open it for you. Das ist nett. Wir holen uns hier eben noch schnell das Teil, was ich durch habe blinken sehen. Hier würde ich jetzt nicht unbedingt aufmachen wollen. Müssen wir ja auch nicht lang. Zur Kenntnisnahme für alle Elite-Agenten. Ja, das wissen wir. Liegt überall rum die Nachricht. Ist in jede Abteilung gegangen. Also hier durch. Und dann geht's hier raus und dann haben wir die Mission doch geschafft. So schlecht lief's doch gar nicht. I've secured the turbine's perimeter. All clear. Vielleicht schaffen wir es ja unentdeckt. Aber ich glaube, hier ist nicht der Ausgang. Na, haben wir noch schnell genug erledigt. Jetzt haben wir den ersten Mal angelockt. Das war doch cool. Kriegen wir das mit dem auch noch hin? Das hätten wir wirklich mal eher wissen müssen. Macht uns das Leben doch definitiv einfacher. Sabotage machen wir auch noch. Der dreht sich rum. Ja. Aber hier geht's halt nicht raus. Jetzt ist die Frage, wie wir da hinkommen. Vielleicht doch wieder hoch? Da oben lang? Könnte. Wir warten noch schnell, bis Muskelprotz seine Runde gedreht hat. Dann rennen wir zu dem dahinter. Warum bleibt er denn jetzt stehen? Rennen wir zu dem hinter und dann gucken wir mal, wie wir hier weiterkommen. Würde trotzdem noch schnell die Sabotage hier durchziehen. Könnte natürlich sein, dass uns noch jemand entdeckt. So, hier rüber, wieder in Wolfsform. Die dürften uns nicht sehen. Kriegt er das jetzt mit, wenn ich hier aufmache? Sieht gut aus. Dann einmal hoch. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier irgendwie langkommen. Die Tür ist auf. Die war, glaube ich, vorher noch nicht auf. Ja, ich denke, das ist der richtige Weg. Oh, hier gibt es Pflanzen. Zwei sogar. Und damit haben wir den zweiten Geisterpunkt. Wir können gleich mal gucken, was wir noch Schönes leveln. Ja, das bringt nicht so viel Zone erhöhen mit Armbrustpfeilen. Was haben wir noch? Allgemein, der Quinus kann nun in der Luft mit Rasen angreifen. Der Quinus verfügt nun über zusätzliche Gesundheit. Da stellt sich doch gar keine Frage. Natürlich nehmen wir die. Hier unten ist auch wieder gut was los. Ich hatte gehofft, wir kommen etwas schneller hier raus. Ist aber leider nicht der Fall. Ganz viele Aufzüge heute. Und die haben alle immer nur eine Etage. Aber wir nähern uns zumindest. Ich habe die Reports auf Endrins neue Biofuel von Nevada gebeten. Nun, du kannst es vergessen. Nur Victoria Vokes weiß, was sie tun. Wenn du sie fragst, she'll tell you the same thing she tells everyone else. That's classified and well above your pay grade, right? That's right. Still, can't blame you for being curious. Ja, wo laufen wir am besten lang? Okay, die trennen sich gerade. Ich würde es gerne mal versuchen, den Typen von hinten zu nehmen, wollte ich gerade sagen. Ihr wisst, was ich meine. Na gut, wie wir hier durchkommen, werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Däumchen nicht vergessen, Abo nicht vergessen und dann bis morgen 16 Uhr. Macht's gut.